dieses Hupen jedes Mal. Oh. Wir können ja hier auffüllen. Wir haben ja bestellt. Partybus! Oh Gott, schnell auffüllen. Ich brauche Amelie zum Putzen. Das passiert, Nico. Ja, Herr Polizist. Gucken Sie sich das mal hier an. Können Sie mal bitte kurz kontrollieren, ob die vielleicht was genommen haben? Die bewegen sich sehr komisch. Have a nice day. Bin mal gespannt, ob die auch Zeitung kaufen. Ja, der Erste, der auf der Party liest. Amazing. Den Partybus kann man übrigens auch ausschalten. Habe ich das erst schon erzählt? Aber eigentlich ist es ja eine gute Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Super. Wenn Alien und Dino Hunger haben. Oder Durst. Nein, ich konnte sie mal wieder nicht greifen. Wait, that's it? Es ist klar, dass man die Flasche auf den Kopf stellt. Das macht man hier so. Top of the line job there. Oh Gott, die stehen schon wieder um die Kurve. Top of the line job there. Oh Gott. Ich kann gerade leider nicht Chat lesen. Ich hab den Verständnis dafür. Just as I wanted. Okay, dann können wir gleich für die Werkstatt noch mal ordentlich shoppen. Kaufst du noch? Guck mal, die Ware in deinem Warenkorb explodiert schon. You're a lifesaver. $72. Thanks. Okay, sie stehen noch leicht um die Kurve. Auf jeden Fall haben wir dann unsere 100 Kunden bedient. Aber das schon mal nicht. Oh, das war knapp. Nein! Whoa, whoa, whoa. Wait. I'm sorry, okay. Es ist 5 Uhr morgens. Ich habe seit 3 Tagen durchgearbeitet, ohne Schlaf.
Wenn 3 Tage überhaupt reicht, das ist schon viel länger wahrscheinlich. Da liegt schon wieder ein Fisch auf dem Boden. Just as I wanted. Und der Partybus ist, der fährt wieder, ne? Tschüss! Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal nehmt ihr bitte euren Fisch wieder mit. Super! I was worried we'd be stranded. Wie schön ruhig das hier direkt ist, wenn der Partybus nicht mehr da ist. Top of the line job there. Die Regale, die Kippen sind schon wieder leer dorthin. Boah. Da habe ich meinen Fuß eingehauen. Pass auf, Amelie, ich bezahle dich direkt. Du könntest vielleicht aber den Fisch wenigstens wegräumen. Okay. Wir gehen jetzt zur Werkstatt. Gucken dann hier nochmal durch, was wir nachbestellen müssen. Und müssen dann leider ein bisschen Geld investieren. Zunge war gut. Also dafür nutze ich Netflix zu selten, Dystopia, als dass ich da irgendwie das einschätzen könnte, ob das bei mir auch wäre oder... wir tanken den kurz. Also wir müssen auf jeden Fall Reifen bestellen. Wir müssen Reifen bestellen. Wir müssen diese Kratzi-Dinger bestellen. Spiegel geht noch. Öl geht auch noch. Also hauptsächlich Reifen und Kratzi-Dinger und vielleicht Spiegel, wenn günstig. Ich bin auch doof, in der Werkstatt ist auch ein Computer zum Bestellen. Schon sind wir wieder arm. You're a lifesaver. Dann bestellen wir wieder ein paar Kippen nach. Es ist ein ewiger Kreislauf. Good job. Eis haben wir, glaube ich, noch. Zeitung können wir auffüllen. Dann haben wir noch was im Lager. Das war knapp.
Yay, wir haben unsere Popularität gesteigert. Ich weiß gar nicht, ob wir eigentlich auch wieder Minus machen können. Oder Lieferant ist schon da, ne? Tja, da musst du dich mal an Netflix wenden, Dystopia. That'll do. Ich kann dazu halt nicht viel sagen, weil ich die Netflix-App nie nutze. Und auch nie so genutzt habe, dass ich irgendwas runtergeladen habe oder so. Ich sehe gerade, ich habe ja voll viele Frame-Drops. Ich glaube, es hat bei euch erst ziemlich geleckt, kann das sein? Smell is horrible. Thank you. Boah, der auch gleich voll ist. Nice. Have a nice day. Guck gleich mal, was eine zusätzliche Zapfsäule kostet. Beste Amelie, deine Aufgabe ist zu putzen. Was machst du? Stehst hier rum. You're joking, right? Also jetzt gerade. Was? Hä? Warum fährt die jetzt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ist das, weil ich vorne reingegangen bin? Darf man nicht vorne rein in die Werkstatt? Ich muss noch die Reifen und Co. auffüllen. Great job. Okay. Sag mal, Amelie, ist mir irgendwie
Tschüss, Amelie. Kann ja nicht sein, dass ich dir alle 3 Minuten sagen soll, muss, dass du putzen sollst. Entschuldigung, was... Was war das? Hab ich ja noch nie gehört. Gut, können wir hier mal Neues einstellen? Das Leber ist überall Level 1. Außer Kasse. So, sie macht jetzt die Kasse. Hoffe ich. Kann die Kasse nicht mehr machen. Ach, da kommt sie schon. Okay. So. Ich glaube, der gibt nicht so viel Geld, weil wir müssen nur den Reifen wechseln. Have a nice day. Sag ich da. Also manchmal... Ich weiß jetzt nicht, wo der Müllbeutel hin ist. Der ist einfach weg. Immerhin kassiert sie die Leute ab. Worried we'd be stranded. So, wir müssen jetzt noch 3 Autos reparieren und 10-mal Leute betanken. Achso, ich wollte gucken, was... Die zweite Zapfsäule kostet. Eine zweite Toilette kostet 100. Was soll's? Bushaltestelle haben wir. Parkplatz können wir gerade, glaube ich, keinen neuen kaufen. Wir haben jetzt 2 Zapfsäulen. Und eine zweite nutzbare Toilette. Wird schon funktionieren. Ich kann jetzt an sich schon Leute für alles einstellen. Aber ich weiß nicht, ob das Buggy ist oder ob ich einfach eine dumme Angestellte hatte, aber die gerade hat halt irgendwie nicht mehr ordentlich gearbeitet. Das mit der Autowäsche, ich weiß nicht, ob wir die noch dazu bekommen. Also bisher ja nicht. Wo ist Dennis? Junge! Wow, super!
Dennis. Entschuldigung, ich musste mich kurz um meinen kleinen Bengel kümmern. Dankeschön.